Okay, jetzt fange ich an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Wir werden inshallah mit diesen Unterrichten hier anfangen, und zwar Durus al-Lugha al-Arabiyya li ghayri an-natiqina biha. Unterrichte über die arabische Sprache für die, dessen das nicht ihre Muttersprache ist. Das Buch hat eben vier Bände und Ich wir habe fangen mit. gerade nichts gehört. Ich habe die letzten 2 Minuten nichts gehört. Er macht gerade nur Einleitung, er macht Dua gerade oder so. Okay. Genau. Wir fangen, also das Buch hat eben vier Bände und inshallah fangen wir mit dem ersten an. Jetzt, die ersten Sachen habt ihr bestimmt schon mit Adam Hajar gemacht. Ad-Darsul Awwal, der erste Unterricht. Und in der arabischen Sprache fängt man immer mit diesem Hada oder Hadihi an. Also man lernt einige Wörter und sagt dann eben dann, das oder dies ist ein das. Dies ist ein jenes. Hada ist eben für den Maskulin. Für alle Sachen, die maskulin sind. Und Hadihi, was später noch kommen wird, was ich aber jetzt schon sagen werde, ist für Feminin, weiblich. Jetzt, wie ihr auf dem Bild sehen könnt, haben wir einige Wörter. Wir fangen von oben rechts an. Hada Beitun. Das ist ein Haus. Im Deutschen gibt es ja diesen Verb ist. Aber im Arabischen. Das bedeutet, wir sagen einfach nur Hada Beitun. Wortwörtlich würde das heißen dies Haus. Aber als Satz, dies ist ein Haus. Danach, هذا مسجد, das ist eine Moschee. هذا باب, das ist eine Tür. هذا كتاب, das ist ein Buch. هذا قلم, das ist ein Stift. هذا مفتاح, das ist ein Schlüssel. هذا مكتاب, das ist ein Schreibtisch. هذا سرير, das ist ein Bett. هذا كرسي, das ist ein Stuhl. Abdullah, kannst du die Wörter lesen? Alle nochmal vorlesen? Genau, bitte. Okay, das erste ist هذا بيت. Das zweite ist هذا مسجد. Das dritte ist هذا باب. هذا كتاب. هذا قلم. هذا مفتاح. هذا مكتب. Und da wollte ich fragen, heißt das Schreibtisch oder einfach kann man dazu auch normal Tisch sagen? Tisch würde Tawila sein. Deswegen, okay. Das ist ein Schreibtisch. Verstehe, okay. هذا سرير. هذا كرسي. Genau. Ahmed, kannst du die lesen, bitte? Ja. هذا بيت. هذا مسجد. هذا باب. هذا كتاب. هذا قلم. هذا مفتاح. هذا مكتب. هذا سرير. هذا كرسي. Okay, super. Hier habt ihr bis jetzt noch keine Fragen, richtig? Nö. Okay. Das sind alles männliche Wörter, ja? Genau, das sind alles männliche Wörter. Sobald wir zu den weiblichen kommen, werde ich euch einige Sachen sagen, wo ihr erkennen könnt, dass sie weiblich sind, dass die Wörter weiblich sind. Hier fangen wir jetzt an mit den Fragen. Wenn du fragst, was ist das, sagst du Mahala. Ma bedeutet was? Hada bedeutet dies. Was ist dies? Habt ihr das Buch oder die Seiten wenigstens ausgedruckt? Ja, das wollte, also du hast gesagt, Handy recht, darum habe ich das nur gedownloadet. Ach so. Okay, tut mir leid. Versucht mal, wenn ihr es könnt, die Seiten auszudrucken, wenigstens die ersten Ciao. Seiten, wo wir lernen, damit ihr wenigstens auch die Wörter übersetzen könnt oder aufschreiben könnt auf Deutsch, falls ihr sie nicht wisst. Okay, dann versuche ich mal mitzuschreiben und das sozusagen zu übersetzen. Okay. Das bedeutet, ich werde beim Lesen ein bisschen langsamer sein, damit ich aufschreiben kann. Inshallah. Okay, wenn du nicht mitkommst, kannst du mir sagen, ich warte ein bisschen.
Okay, danke schön. Alles gut, ich muss noch ein Stück fahren. Okay. Jetzt hier haben wir Mahada. Was ist dies? Die Frage ist Mahada. Und die Antwort ist dann Hada Beitun. Genauso wie davor. Hada Beitun. Jetzt, dieses Ma ist ja was? Im Deutschen, wenn du sagst zum Beispiel, ist das ein Stift, ist das ein Haus, dann hast du den Verb immer am Anfang. Im Arabischen gibt es ein Wort oder ein Buchstabe eben für die Frage. Und das ist dann dieses diese Hamza, was am Anfang ist. Ahada Beitun. Ist das ein Haus? Ahada Beitun. Natürlich kann man auch andere, also es gibt noch andere Wörter, die man benutzen kann, wie zum Beispiel Hel Hada Beitun. Also man kann sagen Hel Hada Beitun und man kann sagen Ahada Beitun. Beides bedeutet, ist das ein Haus? Und die Antwort wäre, Naam, ja, Hada Beitun, das ist ein Haus. Bei dem nächsten genauso, Ma Hada, was ist das? Hada Qamisun. Und jetzt hat er wieder ein Beispiel gegeben für den A. Ahada Sarirun, ist das ein Bett? La, Ahada Kursiyun. Nein, das ist ein Stuhl. Jetzt beim nächsten haben wir gesagt, oder steht da, Ahada Miftahun. Wisst ihr, was Miftah bedeutet? Schlüssel. Genau, Schlüssel. Ahada Miftahun. Ist das ein Schlüssel? La, hadha qalamun. Das? Nein, das ist ein Stift. Ganz am Ende, ma hadha, was ist das? Hadha najmun. Najmun bedeutet Stern. Ja. Falls ihr auch bemerkt habt, bei euch sieht der Stern ein bisschen anders aus. Also bei mir ist das die erste Auflage, glaube ich. Und deswegen sind die, ist das Buch ein bisschen anders. Bei euch ist das ein bisschen heller. Okay. Bis hier habt ihr irgendwie welche Fragen? Nö. Okay. Bei jetzt, uns sieht das Buch so ein bisschen kitschig aus, ja? Das ist zu bunt, finde ich. Ja, habe ich auch bemerkt. Aber da müsst ihr durch. Ja. Jetzt kommen wir zur nächsten Seite. Wie ihr bemerkt habt, das Buch erzählt oder gibt uns als erstes ganz wenig und dann nachher macht er sehr viele Aufgaben, damit man sich diese Wörter alle einprägen kann. Temrin bedeutet Aufgabe oder Übung. Und hier fängt er eben an, immer Fragen zu stellen und wir müssen die Antwort geben. Zum Beispiel das erste. Mahada. Was ist das? Ahmed? Hada Miftahun. Genau, richtig. Abdullah, kannst du das nächste sagen? Mahada. Hada Kitabun. Genau. Ahmed, Mahada. Hada Qalamun. Genau. Abdullah, Mahada. Hada Babun. Genau. Ahmed, Mahada. Hada Beitun. Genau, super, رائع. Ma hada, Abdullah? Hada kursiyun. Ganz kurz nur, sag mal zum Beispiel bei Kitab und kann man nicht sagen hada kitab oder hada qalam? Muss man mal dieses qalamun? Hier gibt es eine Regel. Die Araber benutzen niemals sakinain, also zwei Sukun auf einmal am Anfang und sie enden immer mit Sukun. Das bedeutet, wenn du einen Satz sagen möchtest und der Satz ist dann zu Ende, dann sagst du Hada Miftah, Hada Kitab, Hada Qalam, Hada Bab, Hada Bait, Hada Kursi. Ja. Eigentlich bin ich hier immer durcheinander. Also ob ich das den Schülern immer sagen soll, sollen die stoppen oder sollen die einfach unsagen? Ich finde, zurzeit ist es gut, wenn wir sagen Kitabun, Miftahun. Okay. Warum? Damit wir die Zeichen lernen, Haraka lernen. Genau, super. Warum jetzt Miftahun? Wenn du dieses Un sagst, ist das eine unbestimmte Sache. Ein Schlüssel. Wenn du sagen würdest, El Miftah
Oh. Also wenn du L sagst, der Schlüssel, dann musst du am Ende U sagen. Die zweite Sache, diese un oder in oder en, das sagt dir immer, ob das Objekt ist, ob das Nominativ ist, ob das Dativ, Genitiv ist. Ja. Und hier ist das eben sozusagen wie ein Nominativ sozusagen. Also man kann es wie ein Nominativ vergleichen, wenn man das so sagen darf. Okay. Ich glaube, hier ist alles verständlich. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Hier wieder noch eine Aufgabe. Und hier ist dann eben, ist das ein so und so. Tamrin ist nein. Zweite Aufgabe. Das ist für Abdullah. Ahadha Baytun. لا هذا مسجد Super, رائع. Ahmed. Ahadha Miftahun. لا هذا قلم رائع. عبد الله، أهذا قميص؟ نعم هذا قميص رائع. أحمد، أهذا نجم؟ نعم هذا نجم Genau. Okay, dann muss eben dieser Strich da bleiben. Kann man diesen Strich nicht irgendwie wegmachen? Ja, stört nicht so, ja. Ist okay. Bei der Aufnahme wird es ein bisschen stören für die, die hören. Seite 9. Okay. Seite 9. Iqra waktub. Es ist gut, wenn ihr diese Anfang oder diese Fragen, was man von euch möchte, von Anfang an schon irgendwie aufschreibt, damit ihr dann später das schon wisst. Iqra, lies, waktub, schreib. Am Anfang ist es immer sehr wichtig, dass man liest und viel schreibt. Ich angefangen habe, Arabisch zu schreiben, dass das Schreiben einfacher wird. Oder Maktabun. Da machen wir das so. Abdullah liest eine Zeile, dann Herr Ahmed und dann wieder Abdullah. Ganz kurz, ich muss gerade Hüseyin, weil er nicht weiß, glaube ich, wie man sein Mikrofon anmacht. Okay, dann Ahmed. Hassan Abdul-Jabbar. Okay. هذا مكتب هذا مسجد هذا قلم Okay. Abdullah, kannst du jetzt? Ja, mache ich, inshallah. Hada Sarirun, ma hada, hada Karwate, Karsiyun. Das war Stuhl. Nicht Kersiyun, sondern Kursiyun. genau, Kursiyun. Helf mir von Eifel Kursiyun. Ahmed, das letzte. Ahada Beitun. لا هذا مسجد ما هذا مفتاح Genau, super. Hussein kommt, kann irgendwie immer noch nicht rein. Okay, jetzt man hada. Man ist wer? Wer ist das? Man hada. Deswegen sagt man, wenn man man hada, also ich lese jetzt gerade da rechts. Wo der Mann mit dem Bart. Man hada, hada tabib. Ja. Das ist ein Arzt. Ein Arzt, okay. No, tabib ist Arzt. Und Tabib ist inshallah, Arzt. Arzt, genau. Tabib, Auf Arabisch sagt man auch Doktor, also man kann auch Doktor sagen und Tabib. Doktor natürlich kommt vom Englischen, glaube ich. Allahu
Und dazu werde ich euch inshallah ein Video schicken, was ein bisschen witzig ist. Das nächste ist dann Man hadha. Hadha waladun. Das ist ein Kind. Im Arabischen, also heutzutage benutzt man eigentlich Walad für den Kind, der männlich ist. Früher hat man Walad für beides gemeint, also weiblich und männlich. Man hadha, das ist ein Kind. Dann das nächste. Bei mir ist das eben unten rechts. Bei euch ist das eben untereinander. Noch schöner gemacht. Man hadha, hadha talibun. Wer ist das? Das ist ein Student. Student. Genau. Also nicht Schüler, sondern Student. Talibun. Okay, was für Schüler? Schüler wäre Tilmiz. Hadha Tilmizun. Okay. Weil im Türkischen sagt man zu Talebe, sagt man Schüler, ja, ne, nicht Student. Dann gibt es ein bisschen Unterschiede. Das letzte ist Hadha Waladun. Was würde das heißen, Abdullah? Ist das ein Kind? Vom Bild aus ist es ein bisschen schwer. Das Aber ist die Frage. doch die Übersetzung. Ja, du meintest Heather und das, ich meine, die Übersetzung heißt, ist das ein Kind? Ach so, ich dachte, du fragst mich. Okay, genau. Ist das ein Kind? Hadha bedeutet, ist das ein Kind? Und Ja. la hadha rajulun, Ahmed? Nein, das ist ein Mann. Genau. La hadha rajulun. Das ist, nein, das ist ein Mann. Bis hier habt ihr noch keine Fragen, richtig? Nein, Alhamdulillah. Nein. Okay. Was ist mit Hussein passiert? Der muss das nochmal jetzt neu installieren, weil bei ihm irgendwas nicht geklappt hat. Ach so. Jetzt haben wir auch das hier. Ma hadha. Hadha Masjidun. Was ist das? Das ist ein Moschee. Man hadha, hadha Tajirun. Das ist ein Geschäftsmann. Hadha Kalbun. Das ist ein Hund. Hadha Kalbun. Ist das ein Hund? La Okay, ganz hadha. kurz nur. Ja. Ich glaube, vielleicht hast du es gesagt, aber ich hab's nicht mitbekommen. Wann sagt man mehrheder und wann sagt man erheder? Man bedeutet wer. Deswegen sagst du, wer ist das? Aber er ist Okay, das. bei. Verstehe. Also das ist der Okay, dann. Unterschied. Hussein ist, glaube ich, noch drin, aber er kann nichts hören. Ich schreibe mal kurz. Drumherum. Immer diese alten Menschen und Technik. Ja, in Frankes Neuland. Aber doch wie damals Akkus, ne, Vokabeln. Kriegst du auch Mackenklatsche. Er hat es nicht geschafft, glaube ich. Naja, ich kann das auch nicht jetzt bei ihm einstellen. Also euch kann ich stumm machen, aber ich Okay. kann euch nicht irgendwie anschließen. Ja. Also ich kann auch euch Ja, stumm nee, machen, wenn das. ihr. Warte, er hat was geschrieben, glaube ich. Geht nicht, ich kann nur Video aufmachen. Doch, kannst du. Weil ich habe beim Mikrofon auch nicht selber angemacht. Ihr habt gesagt, dass es an war. Ich habe davor nichts gemacht, ja. Bei mir kommt ja immer so eine Anzeige und da muss ich eben sagen, Audio anmachen oder irgendwie sowas. Weil ich habe, also ich hab vor mir selber nicht angemacht. Bei mir steht immer noch Mikrofon stumm geschaltet, ja.
Okay. Er ist ja ausgegangen. Okay, dann machen wir kurz weiter. Wir waren bei Ahada Kelbun, La Ahada Ritton. Herr Abdullah, was bedeutet das? Hase Kelbun, ist das ein Hund? Mhm. Le Hase Pitun. Ich schätze mal anhand des Bildes, dass das eine Katze sein soll. Genau, nein, das ist eine Katze. La, Le, nein. nein. Hada Ritton, das ist Hase. ein. Okay. Das nächste ist Hada Himarun. Das ist ein Esel. Und ich hoffe, dass ihr mit diesem Wort jetzt nicht so viele Beleidigungen macht. Hada Himarun, ist das ein Esel? La, Hada Hisanun. Nein, das ist ein Pferd. Also Himar ist Esel, Hisan Pferd. Jetzt, Warte, Himar, Esel, ja. Hisan, Pferd, okay. Genau. Und damit es nicht so langweilig ist und wir nur neue Wörter lernen, würde ich mal hier ein bisschen rausgehen und fragen, das Essen von Pferdefleisch, was ist der Urteil? Also, es heißt immer noch das Urteil, Spaß. Okay, das Urteil. Ich habe meine. Aber da Ich gibt es ja. glaube, es ist Makro. Ich weiß es nicht, aber meine Vermutung sagt, dass es Makro ist, weil ich hatte mal darüber was gelesen. Ich kann mich aber Okay, und nicht mehr Achtung. fest daran erinnern. Oder es Pferdefleisch. ist Madhab-bedingt. Okay, hören wir mal erstmal Ahmed. Nein, bei Pappenpächter, da war auch irgendwas Takınca, ich weiß auch. Mindestens Makro war das dann. Ich habe Genau. hab auch mal mit meinem Vater darüber gesprochen gehabt und er hat gesagt, nein, oh, Pferd, das Ding sein. Genau. Nach uns oder nach Abu Hanifa ist eben Pferdefleisch Makruh. Warum? Weil Pferdefleisch, also das Pferd an sich ist ja eine etwas für Für Transport und so. Zum genau fürs Nutzen, ein Essen. Nutztier. Genau, ein Nutztier für bestimmte Sachen eben. Und deswegen, damit es dort benutzt wird und nicht eben ausgerottet wird, hat man dann gesagt, es hat er dann gesagt, Rahimahullah, dass es Makruh ist. Aber wie du gesagt hast, ist abhängig von der Rechtsschule. Ja, ich Aber lese Esel. gerade, Schafi, Hanbeli und Maliki sagt, das ist Mubah. Genau. Dings, aber ich glaube, Esel war Haram, ne? Bei Esel, das Esel als Haustier ist Haram. Das Ach so. wilde Esel, also es gibt im Arabischen Himar Ahli, was als Vieh benutzt wird, also bei dir zu Hause zum Beispiel oder im Dorf Ja, eben. und es wäre eigentlich Himar. Haram für Esel? Wie bitte? Und dieser Esel wird dann Haram zu essen? Genau, das ist eben den wir benutzen. Also den wir als Esel immer kennen, in unserem Dorf und Ja, so weiter. nein, aber der ist nicht mehr groß und der ist aber Haram sogar. Genau, das Haram. Ja. Aber der wilde Esel, also was eigentlich Zebra, glaube ich, also Zebra ist, Hadal, den kann man essen. Okay. Okay. Dann gehen wir zum letzten. Und was ist das? Hada Jamelun. Das ist ein Kamel. Bis hierhin habt ihr Fragen? Nein. Nö. Okay. Noch eine Seite und danach machen wir heute inshallah Schluss. Jetzt hier. Abdullah, kannst du bitte lesen? Die ersten beiden Zeilen. Ja. Mahada. Hada. Warte. Hada. Deikun. Genau. Deikun, weiß ich nicht. Genau. Was ist das? Das ist ein Hahn. Dik bedeutet Hahn. Warte, Deik mit je, also Deikun oder Dik? Dik, also den Ja benutzt als Verlängerung. Okay, weil da ist ein, man kann da ein, ich habe
den Namen Ach so, vergessen. der hat einen Sukun gemacht. Ein Sukun sein, genau. Hm. Ja, ich weiß, bei manchen Schriften ist es so. Genau. Zum Beispiel bei Manhather jetzt, oder darunter, ist zum Beispiel auch ein Sukun, aber der wird ja gelesen dann. Genau, richtig. Okay. Also, Mahada, was ist das? Herr Dekun, das ist eine Han. Ahmed, kannst du die nächsten beiden Zeilen lesen? Man hada, hada mudarrisun. Was ist das? Genau. Das ist ein Lehrer. Genau, richtig. Abdullah, das letzte. Hada qamisun. La, hada mindil. Mindilun. Weißt du, was das bedeutet? Also, hada qamisun. Ich habe qamis vergessen. Ich glaube, warte. Qamis war... Nee, also fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein, aber... Kleidung oder sowas, ne? Also, Kamis. Kamis war Hemd. Hemd. Oder genau, Hemd. Ja, Hemd. Hada Kamisun. La. Hada Mindil. Ich glaube, nein, das ist ein Hahn. Mindil nein, das bedeutet... war die Kun. Nochmal? Tuch? Der mal türkisch. Mindil bedeutet Tuch. Ach so, Mendil, ja. Mendil auf Türkisch. Und man kann es auch als Taschentuch oder so benutzen. Also Mendil kann auch Taschentuch bedeuten. Okay. In dem Kasten hat er dann eben zwei Sachen gemacht. Einmal Un und Un. Also diesen Un, Tenuin, den kann man auf verschiedene Arten schreiben. Das will er hier sagen. Ja. Und dann gehen wir zu Iqra Waktub. Lies und schreib. Wir haben hier 10 Sätze. Wir machen das in der Reihe. Einmal Abdullah und einmal Ahmed. Abdullah, fang mal bitte an. Ma hadha hadha qalam. Qalamun. Qalamun. Ja. Okay. Ahmed. Hadha kalbun. Abdullah. Man hadha hadha Tayyibun oder nein. Oder? Du bist nah dran. Ich glaube, das ist ein B, Tabibun. Genau, Tabibun. Arzt. Ach so, ja, genau. Okay. Okay, Ahmed. Hada Jamalun. Genau. Abdullah. Hada Kalbun. La. Hada Qat. Katun? Rittun. Katze. Rittun. Oder Kater, besser gesagt. Schreibe ich mir kurz auf. Okay, Ahmed. Ahada dikun naam. Hast du noch? Ganz kurz, ich schreibe mir nur die Katze auf. Okay. So. Hada Hassanun will ich sagen, aber ich weiß nicht, was das heißt. Hassanun? Hisanun. Oder Hassinun. Hisanun. Pferd. Was heißt das? Pferd. Genau. Okay. Hada Hisanun. Hada Himar. La. Hada Himar, ja. Genau. Hada Hisanun. La. Hada Himar. Himarun. Ist das ein Pferd? Nein, das ist ein Esel. Nein, das ist ein. Ja. Okay, Ahmed. Hada Mindilun. Abdullah. Hada Waladun. Naam. Ahmed. Man hada. Hada Rajulun. Genau. Okay. Dann sind wir hier inshallah fertig. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.